Hallo, willkommen zum zweiten Notvideo in Folge. Zuerst mal die Frage klären, was ist denn mit meinem Hochspannungsnetzteil? Das Hochspannungsnetzteil ist in Arbeit, das ist ein aktuelles Bild von heute Morgen. Das Problem ist aber, ich habe mir einen kleinen Fauxpas, ich habe mir zwei Fauxpas geleistet, was die Frontplatte angeht. Und ich habe versucht, einen Notpatch zu machen, der leider nicht funktioniert, also optisch nicht funktioniert. Und die Frontplatte wird jetzt neu erstellt. Das dauert wieder eine Woche. Insofern pausiert das Netzteil. Es gibt bereits über eine Stunde Video, teilweise ganz amüsant. Also man kann gespannt sein. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Tages. Es geht heute um Gnomröhren, nämlich die Detailansichten von Gnomröhren. Die Gnomröhren wurden Anfang der 70er Jahre vom RFT entwickelt. Dies war ein Versuch einer eigenen Röhrenserie, nämlich die 170er Serie. Diese wurde international nicht wirklich angenommen und auch in der DDR haben die Gnomröhren nur eine sehr kurze Lebenszeit gehabt, meistens nur in Prototypenserie oder mit sehr kleinen Stückzahlen. Es gab auch nur sehr wenig Geräte mit den Gnomröhren. Eine der seltensten Gnomröhren ist die EF 172. Diese ähnelt sehr stark den Locktalröhren. Im Aufbau. Die EF 172 ist vom System sehr ähnlich der EF 12, also eine Breitbandpentode. Und Gnomröhren waren technisch gesehen eigentlich Stahlröhren, deren System aber aufrecht stand. Also keine wirkliche Weiterentwicklung, sondern halt einfach nur die Stahlröhre um 90 Grad gedreht. Der Boden wurde als Pressglasteller gefertigt und viele Sammler berichten, dass die Stifte sehr instabil sind und dass die Röhren dazu neigen, Luft zu ziehen, wenn sie etwas unsanft eingesetzt werden oder ausgezogen werden, weil halt die Glaslötung halt sehr schnell porös wird und bricht. Das ist eine Seitenansicht nochmal. Dies, wie gesagt, ist der achtpolige Gnomsockel. Den gab es nur bei sehr wenig Modellen. Ich habe auch nur eine Variante von diesem Sockel. Das ist wie gesagt die EF 172. Bekannter sind die Gnomröhren mit elfpoligem Sockel. Da habe ich ein eigenes, mal als Querverbindung, eigene Bilder. Wie gesagt, das ist ein elfpoliger Sockel, der halt nur für Gnomröhren existiert. Es gab einige wenige Geräte mit diesen Röhren. Die wurden meist vom Radio Stern produziert. Das Bild ist ein bisschen unscharf geworden. Auch wird berichtet, dass diese Fassungen auch etwas unpräzise gefertigt wurden und was dem Luftzieheffekt noch ein bisschen verstärkt hat. Also wie gesagt, mit Gnomröhren muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sie einsteckt. Ob es das jetzt an der Prototypenfertigung gelegen hat oder ob es wirklich ein technisches Problem war, kann ich jetzt nicht sagen.
Gut, aber zu EF 174 kommen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal weiter mit der EAA 171. Das ist eine Demodulationsröhre. Die Röhren sind auch ein bisschen schwierig zu fotografieren, weil sie teilweise wie üblich stark gegettert sind. Aber ich versuche mal einen Zoom. Schön zu sehen ist halt die interne Abschirmung der beiden Systeme gegeneinander. Weiter geht es mit der EBF 171. Die EBF 171 ist ein Hochfrequenzverstärker und mit zwei Demodulationsdioden. Was ist so lang? Das ist die EBF 171. Produziert in der 50. Woche 1952 vom RFT. Wie immer, alle Bilder sind natürlich nochmal auf der Webseite und in etwas bessere Qualität als jetzt nach der zweifachen Videokomprimierung. Die Verfärbung der Anode ist von der Produktion her. Also die Röhre ist intakt, hat keine Luft gezogen. Die nächste ist die ECC 171. Das ist eine generische Triode. Auch hier sind die Systeme gegeneinander abgeschirmt. EDD 171. Das ist eine zweifache N-Triode und das obligatorische Tatütata. Das wäre ein Video ohne Tatütata.
Auch diese Enddiode hat ein abgeschirmtes, beide abgeschirmten Systeme. Ich habe leider nicht zu allen Gnome-Röhren die Datenblätter und somit die Sockelschaltungen. Eine schöne Seitenansicht des Systems. Dann die ELL 171. Die ELL 171, Entschuldigung, EEL 171 hat eine Vorverstärkungsstufe und eine Powerbeam-Tetrode zum Endverstärker. Ach Mensch, wir lesen gar nicht klar im Vorteil. Man sieht, dass diese beiden Systeme übereinander stehen. Unten ist die Anfangstriode, also die Vorverstärkertriode, und oben drüber ist der Leistungsteil. Das ist die Seitenansicht. Auch hier ist die Anode etwas beschädigt, sagen wir es mal so. Aber auch wie gesagt schon out of the box, also frei ab Werk. Das ist nur eine seitliche Ansicht. Schön zu sehen sind hier jetzt die beiden Heizfäden, die ins Kathodenröhrchen übergehen. Beide Systeme benutzen dieselbe Kathode. Das hier ist eine Detailansicht des Sockels. Jetzt geht es weiter mit der EF 174. Das ist wieder eine Pentode. Von der habe ich jetzt ein paar mehr Bilder, weil von dieser Röhre habe ich ein schönes Dreierpärchen, nämlich sowohl die Röhre als auch die Sockel als auch die Originalverpackung. Fangen wir mal mit der Röhre an. Ist die Seitenansicht. Von der anderen Seite ohne Typenbezeichnung. Das ist die zweite EF 174, die ich besitze.
produziert in der fünften Woche von 1953. Noch mal das, die andere Seite des Systems. Auch hier sieht man das Kathodenröhrchen und die beiden Heizer. Das ist der Sockel der Röhre. Das ist eine Seitenaufnahme der Röhre mit Sockel. Die Fassung hatten wir gerade, springen wir mal weiter zu den Originalverpackungen. Die Packung ist leider schon ein bisschen aus dem Leim gegangen. Weiter geht es mit der EF175. Bei fast allen Gnomröhren bestehen die Anoden aus zwei Halbschalen. Das ist eine Ansicht von der Rückseite. Auch hier ist das der Halsfaden zu sehen. Jetzt weiter mit der EH171. Schön zu erkennen sind die Steuergitter. Das ist wieder die in Klammern Rückseite. Jetzt weiter mit der UAA171. Auch die Gnomröhren gab es sowohl in der E-Serie als auch in der U-Serie, also für Serienheizung. Auch wieder mit Trennung der beiden Systeme. Die UBF 171.
beiden Diodensysteme sind in diesem Fall oben angesetzt. Also zuerst, also unten ist der Pentodenteil und oben ist der Diodenteil. Also die zwei, hier ist die erste, hier ist die zweite Demodulationsanode. Sieht man hier ein bisschen besser. Geht es weiter mit der UCH171. Ist ähnlich aufgebaut wie ich will jetzt nicht sagen Westpendant, aber unten ist der Hexodenteil und oben ist der Triodenteil. Ist hier jetzt ein bisschen besser zu sehen. Wenn nicht gerade das Getter im Weg ist. Als vorletzte Röhre die UEL171. UEL171. Sie die Kühlfahnen des Steuergitters. Unten ist der Triodenteil und oben ist der Leistungsteil. Hier ist das Kathodenröhrchen, hier sind die zwei Heizer. Ist hier wieder etwas besser zu sehen. Hier ist das Steuergitter der Triode. Das ist die Anode der Triode. Rückansicht. Na. Und als letztes im Bunde die UF173. Man sieht hier schön die Einschmelzungen der Kontakte sowie das Glaslot, das den Pressboden, also den Pressteller und den Sockel zusammenhalten. Das ist eine Seitenansicht der Röhre.
dir einen etwas besseren Blick in das System erlaubt. Und hier ist auch ein schönes Bild vom Pumpstutzen. Oder wie es im Internet immer so schön heißt, mit Spitze. So, das war's für heute. Wie gesagt, das hier ist ein kleines Notvideo. Ich hoffe, dass ich jetzt mit meinem Netzteil die nächste Woche zu Potte komme. Der nächste Freitag wird dann wahrscheinlich ausfallen. Und der Freitag drauf sollte dann, wenn alles funktioniert und nicht wieder eine Katastrophe passiert, dann das Video zum Netzteil online sein. Bis dahin, gute Zeit und bis bald.